Und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial bei STG Command. Und heute kümmern wir uns um die HQs. Wir schauen uns in einer erweiterten Einleitung erstmal an, was HQs für Einheiten sind und kümmern uns danach im ersten Teil darum, inwiefern diese eure Truppen kommandieren und dadurch boosten können und dann im zweiten Teil, wie sie noch die Versorgung erhöhen können. Fangen wir erstmal an. Eure HQs hier sind nach historischen Vorbildern benannt. Wenn wir bei den USA beispielsweise Eisenhower oder Patton. HQs sind insgesamt auch eher Einheiten für die zweite, dritte, vierte Reihe. Also ihr könnt euch vorstellen, dieses HQ heißt gerade Eisenhower, aber das ist nicht nur der eine General, sondern auch all seine Stäbe und schon eine große Zahl Leute, die aber alle eher, sagen wir mal, unterstützend für die Fronteinheiten agieren, aber nun selber wahrlich keine Fronteinheiten sind. Das können wir auch kurz mal an den Werten sehen. Keinerlei Angriffswerte. Ein HQ kann nicht angreifen und auch die Verteidigungswerte sind sehr, sehr überschaubar. Das heißt, diese Einheiten sind schon mal sehr, sehr verletzlich. Man kann nur Luftabwehr und Mobilität darauf packen. Das heißt, gegen Flugzeuge kann man sich dann schon halbwegs verteidigen, aber jede Landeinheit kann ein HQ relativ schnell vernichten. Man muss auch noch dazu sagen, dass schon HQs, die auch schon schwerer beschädigt schaden, sind schon größere Probleme haben. Nehmen wir zum Beispiel den, der wurde jetzt auf Stärke 4 runtergeschossen. Im Unterschied zu sehr vielen anderen Einheiten können HQs nämlich nicht sofort wieder auf die maximale Stärke gebracht werden. Da gibt es jetzt hier eine nette kleine Tabelle als Einblendung und was nochmal als Hinweis zu allen Tabellen, die hier noch in diesem Video folgen werden. Wie HQs funktionieren, wie die genauen Werte von denen sind und wie sich das in den Tabellen darstellt, das wurde schon mal in Patches verändert. Ich hoffe, dass ich jetzt zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos immer die aktuellsten Sachen gerade habe, aber es kann in späterer Zeit nochmal anders sein. Und jetzt eben zu der Tabelle. Wir sehen, man kann HQs erst, wenn sie noch halbwegs gesund sind, auf 10 bringen, weswegen das Reparieren hier immer mal ein paar Runden dauern kann. Also seht wirklich zu, dass sie möglichst nicht schwer beschädigt werden. Am Rande nochmal. HQ ist jetzt eigentlich aus dem englischen Headquarter. Ich sage gemein ein Hauptquartier dazu. Aber das Spiel würde jetzt ganz korrekt von Befehlshabern sprechen. Das heißt, wir haben schon mal gemerkt, es sind verletzliche Einheiten für die hinteren Reihen. Und eine schöne Ausnahme war da mal bei Steinwall, der Kronprinz in Belfort. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut, kommen wir jetzt zu Teil 1, wie können HQs eure Einheiten kommandieren. Schauen wir uns jetzt erstmal an, mit welchen Werten genau ein HQ denn unterstellte Einheiten verstärken kann. Also mit unterstellten Einheiten sind dann auch die Einheiten gemeint, die kommandiert werden. Werden wir uns gleich nochmal anschauen. Jedenfalls, wir haben hier einmal die Erfahrung und den Befehlshaberwert. Fangen wir mit letzterem an. Generell hat jedes HQ einen zugeordneten Befehlshaberwert. Wir sehen ja gerade 8er und 9er. Der variiert so ein bisschen ja, zwischen 5 bis 8, meistens bei Spielbeginn. Und jedes HQ hat da wirklich diesen einen festen Wert, der sich bis auf durch Technologie auch nicht verändert. Da können wir jetzt auch mal reinschauen. Wir haben hier nämlich die Befehlskontrolle und unter anderem steht da unten nun, dass die Stufe von Befehlshabern um 1 erhöht wird für jede Tech-Stufe. Das heißt, einer, der vorher Befehlshaberwert 7 hatte, hat mit Tech-Stufe 1 hier Befehlshaberwert 8. Im Ersten Weltkrieg kann man das sogar 4 mal tecken, heißt dann Führung und Kontrolle. Das heißt, da kann man den Befehlshaberwert sogar um bis zu plus 4 steigern. Als Wichtiges auch, dass der Befehlshaberwert zum Teil mit der Stärke des HQs zusammenhängt. Das heißt, ein beschädigtes HQ kann nur noch einen verringerten Befehlshaberwert austeilen. Dann haben wir an Teil 2 die Erfahrung. Nun, wie Erfahrung funktioniert, wurde in einem vorherigen Tutorial bereits erläutert. Jetzt nochmal in der Kurzform für HQs. Einmal funktionieren HQs quasi wie jede andere Einheit auch. Wenn sie angegriffen werden, erhalten sie in geringem Maße Erfahrung dafür. Aber wenn man sie wieder verstärken muss, wird diese Erfahrung auch wieder abgegeben und zwar in Schritten von 10% pro verstärktem Punkt. Dann gibt es für HQs aber noch eine andere Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln. Wir haben ja schon festgestellt, sie können nicht angreifen und der Angriff ist eigentlich die beste Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln. Wie kommen dann HQs sonst an Erfahrung? Nun, wir haben ja diese unterstellten Einheiten.
Und je nachdem, wie gut diese Einheiten kämpfen, erhält unser HQ Erfahrung. Es gibt da im Handbuch so ein schönes Beispiel. Wenn unser HQ hier also diese Einheiten hat und diese Einheiten gut kämpfen, erhält das HQ mehr Erfahrung, wodurch diese Einheiten noch stärker werden, sie noch besser werden und das HQ noch mehr Erfahrung erhält. Das steigert sich also immer hoch, wobei die Begrenzung ist ja auch wieder bei 3, wie bei allen anderen Einheiten auch. Und ein HQ kann auch keine Überstärke erhalten, wie andere Einheiten, die sonst 3 Erfahrungen hätten. Das heißt, 10 ist und bleibt da das Maximum an der Stärke. So, wenn wir jetzt diese Werte von Erfahrung und Befehlshaberwert haben, wie genau wirkt sich das auf die Einheiten aus? Nun, für die Einheiten ganz entscheidend im Kampf ist die Bereitschaft. Und das HQ hilft halt, die Moral auf eine hohe Bereitschaft zu tun. Das schauen wir uns nochmal mathematisch an. Dazu haben wir diese schöne Berechnung der Kampfbereitschaft. Ihr kennt das Beispiel vielleicht schon aus vorherigen Tutorials. Das hier ist einfach mal durchgerechnet. Ihr seht da die Werte. Befehlshaberwert 6, Erfahrung 2 unter anderem. Und für dieses Beispiel ist die Bereitschaft einfach mit HQ schon mal um 25% höher als ohne HQ. Das heißt, die Einheit wird um ein Viertel besser kämpfen. Es kann im Spiel natürlich anders ausfallen. Gerade schwache HQs ohne Erfahrung bringen mal deutlich weniger Prozente, aber jemand mit Befehlshaberwert 10, Erfahrung 3 wird unterstellten Einheiten einen ordentlichen Boost geben und im Prinzip ist es deswegen auch immer enorm wichtig, dass all eure Einheiten, die jetzt wirklich kämpfen sollen, die was machen sollen, möglichst immer einem HQ unterstellt sind. Kommen wir dann jetzt zur Frage, wie kann man eigentlich beeinflussen, wen ein HQ kommandiert hat bzw. unterstellt hat? Das ist in diesem Spiel dann das Gleiche. Erstmal ganz grundlegend, ein HQ kann gemeinhin von Anfang an 5 Einheiten kommandieren, bis zu in einer Reichweite von 5 Feldern. Das kann man mit dieser Technologie nochmals erweitern, immer jeweils eine zusätzliche Einheit und ein zusätzliches Feld. Das heißt, mit Tech 2 haben wir bis zu 7 Einheiten in einem Radius von 7 Feldern. Mit einem Doppelklick auf ein HQ kann man sich die Kommandoreichweite anzeigen lassen und wir haben hier 7 Felder und 7 grün hervorgehobene Einheiten. Das sind dann die, die auch tatsächlich kommandiert werden. Wie kann man das jetzt verändern? Gerade zum Beispiel praktisch, wenn man nicht genügend HQs für alle Truppen hat und eben sehen möchte, dass genau die richtigen kommandiert werden. Dazu müssen wir kurz mal was machen. So, gehen wir wieder von diesem HQ aus. Es hat diese 7 Einheiten. Was kann man machen? Es gibt einmal den HQ-Modus automatisch. Da wird das Spiel dann immer jede Runde automatisch eben schauen, welche Einheiten kann ich zu welchem HQ packen und tut das dann zusammen. Gerade wenn ihr genügend Befehlshaber für alle habt, ist das schon mal ein sehr praktischer, einfacher Modus, weil ihr da nicht viel mehr machen könnt oder müsst, eher gesagt. Was haben wir denn noch halbautomatisch und manuell? Gehen wir mal auf halbautomatisch und wir sehen, diese Einheit ist plötzlich blau hervorgehoben. Was heißt das? Nun, das heißt, dass diese Einheit nicht kommandiert wird derzeit, aber vom ausgewählten HQ kommandiert werden könnte. Wenn wir jetzt einen Rechtsklick darauf machen, ist hier dieses Unterstellen, aber unser HQ ist mit 7 Einheiten am Limit. Das heißt, wir müssten irgendwen anders freistellen. Der wird jetzt auch so blau markiert und könnten den mit einem Rechtsklick unterstellen. Soweit schon mal, wie man Einheiten wechseln kann. Was ist jetzt noch der Unterschied zwischen halbautomatisch und manuell? Nun, es kann ja immer sein, dass Einheiten, die von einem HQ kommandiert wird, entweder aus der Kommandoreichweite sich entfernen, ihr den Flieger zum Beispiel nach unten schickt, nächste Runde ist er nicht mehr kommandiert, oder dass Einheiten natürlich auch zerstört werden. Auf halbautomatisch würde das Spiel dann in so einem Fall suchen, welche andere Einheit könnte das HQ kommandieren, sozusagen die unterstellten Einheiten wieder voll machen aufs Limit. Während auf manuell würde das nicht passieren. Das heißt, wenn eure HQs alle auf manuell gestellt sind, dann müsst ihr eigentlich jede Runde aufpassen, dass wirklich jede Einheit unterstellt ist und nicht irgendwie versehentlich aus dem Einflussbereich des zugewiesenen HQs hinausgelaufen ist. So, den Effekt einer unterstellten und nicht unterstellten Einheit kann man auch ganz praktisch sehen. Man kann hier zum Beispiel auch, wenn man eine Einheit einmal anklickt, sehen, von wem sie gerade kommandiert wird. Und wir schauen mal eben Bereitschaft 101%.
Jetzt stelle ich den frei. Nur noch Bereitschaft 72%. Also das wird sofort angepasst. Und wir sehen, wir hatten gerade ein 1-1. Jetzt ist es nur noch 1-0. Alles nur, weil ich ihn freigestellt habe. 1-1. Es ist nämlich auch das Besondere. Wann sollte man das machen mit automatisch, halbautomatisch, manuell? Wann sollte man sehen, wem man welches Akut zuweist? Nämlich am Anfang der Runde. Diesen strategischen Bomber hier haben wir zum Beispiel nicht mehr unterstellt. Sobald der irgendeine Aktion durchführt, könnten wir ihn nicht mehr freistellen oder unterstellen. Erstmal eben. Er ist blau markiert. Aber jetzt mit einem Rechtsklick passiert nichts mehr. Und auch jemanden, den wir unterstellt haben, können wir jetzt auch nicht mehr freistellen. Nur noch das Abbrechen, was das Fenster schließt. Das heißt, ihr könnt Einheiten zuweisen oder nicht mehr zuweisen beim HQ, nur solange die keine Aktion gemacht haben, ist also wirklich empfehlenswert, das am Anfang der Runde zu machen. Ihr habt dann allerdings, wenn unser HQ ein bisschen läuft, dann kann das von sich trotzdem noch Einheiten freistellen, wie es möchte, auch wenn es keine Aktionspunkte mehr hat. Also das HQ darf sich ruhig bewegen, aber die Einheiten, die man im Zweifel unterstellen oder freistellen möchte, dürfen sich nicht bewegen. Dann die nächste Regel zum Kommandieren. Welches HQ kann eigentlich welche Einheiten kommandieren? Und ganz kurz gefasst ist die Faustregel, HQs können nur Einheiten aus ihren eigenen Ländern kommandieren. Das heißt, Amerikaner können nur amerikanische Einheiten kommandieren, Briten nur britische Einheiten, sowjetische HQs nur sowjetische Einheiten. Die einzige kleine Ausnahme sind die Kleinnationen oder Minor Nations. Das heißt in diesem Fall ein amerikanisches HQ, weil es das Major oder das große Land eben zu Belgien und Vichy Frankreich ist, dürfte deswegen auch Einheiten von denen kommandieren. Belgische HQs können allerdings nur belgische Einheiten kommandieren und keine amerikanischen. Es geht also nur in eine Richtung. Und wie schon gesagt, die Faustregel, jeder kommandiert nur die Einheiten von seinem Land. Aber eure Major Nations können auch jeweils die unter ihnen aufgeführten Länder ebenfalls mitkommandieren. Gut, kommen wir dann zum nächsten Teil, HQs und Versorgung. Bevor wir uns jetzt angucken, wie genau ein HQ eigentlich die Versorgung boosten kann, ganz kurzer Crashkurs in Versorgung, wie funktioniert das? Also generell wird Versorgung von all euren Städten und Häfen generiert und da zählt dann auch wirklich die Zahl, die hier drunter steht. Das heißt, dieser kleine Ort hier zum Beispiel generiert eine Versorgung von 8, wenn man auf dem Feld von ihm steht. Der hat auch 8, der hat sogar eine 12, 10, kann man ganz gut erkennen. Dann, wie wird Versorgung weitergereicht? Generell, wenn man jetzt ein Feld weitergeht, minus 1, 2 Felder, minus 2, 3 Felder, minus 3, also jedes Feld prinzipiell schon mal minus 1. Hier sehen wir zum Beispiel, der hat gerade 9, weil hier aus dieser Stadt 12, 11, 10, 9, das ist sogar mehr als die 8, die er selber hat. Ausnahmen gibt es natürlich auch unter anderem, zum Beispiel im Waldgebiet sehen wir gerade 6, 4, 2, dann geht es in Richtung der 0. Die 1 wird von der Stadt hier oben, denke ich, generiert. Überlappt sich manchmal alles ein bisschen. Oder auch hier im Hochgebirge sieht man auch ganz schnell, kann zum Teil sogar ein minus 3 ergeben. Das wirklich als kurzer Crashkurs. Achtet auf die Werte, die eure Städte haben. Achtet auf die Werte, die eure Häfen haben und dann prinzipiell minus 1. Außer es geht durch schweres Gelände. Und bei der Regel sozusagen, außer es führt eine Eisenbahn dadurch. Hier zum Beispiel auch den Wald. Hier jetzt mit einer Eisenbahn haben wir dann keinen großen Abzug. Das mal als ganz kurze Einführung. Kommen wir jetzt dazu, wie genau ein HQ die Versorgung boosten kann. Schauen wir uns hier einfach mal Zukov an. Der hat eine Versorgung von 7 auf diesem Feld und macht daraus eine 10. Das ist hier diese Anzeige Versorgung. Die erste Zahl zeigt an, wie viel das HQ hier bekommt und die zweite in Klammern geschriebene Zahl zeigt an, wie viel das HQ daraus macht. Schauen wir uns einfach mal an, dieser Ort hat 7, davor hat er auch seine 7. Und wenn wir hier auf Versorgung klicken, macht er 10 daraus. Das heißt, wäre das HQ nicht da, hätten wir nur vom Ort her 7, 6, 5.
Aber dank dem HQ haben wir hier zum Beispiel auf dieser Einheit schon eine 8, was dann schon mal ein deutlicher Unterschied ist. Ab wann ein HQ aus welchem Grundwert sozusagen was boosten kann, dafür gibt es auch eine kleine schöne Tabelle. Sollte jetzt hier hoffentlich eingeblendet werden, wenn alles klappt. Und man sieht dann unter anderem halt schon mal die Zahlen, also eine Versorgung von 6 für ein HQ ist großartig, weil dann macht er 10 draus. Und mit plus 4, das ist einfach der größte Boost quasi, den man dann haben kann. Das ist wunderbar und auch die anderen Zahlen, also je weniger es wird, desto weniger kann auch das HQ draus machen. So ein bisschen, was heißt das jetzt für uns, was man zum Beispiel tun kann, um eine höhere Versorgung zu haben? Wir wissen, unser HQ braucht mindestens eine Versorgung von 6, um 10 zu erreichen. Wir haben 7. Wenn wir jetzt mal ein Feld weitergehen, dann haben wir natürlich im Ort 7 und hier gehen wir dann auf 6. Versorgung wird immer jede Runde neu berechnet, das heißt, wir schauen uns mal eben an. Dann haben wir plötzlich hier eine 10 und da eine 9, wo die Einheit eben nur eine 8 hatte. Das heißt, ist ein bisschen Mikromanagement, muss man sozusagen. Aber für eine optimale Versorgung solltet ihr eben sehen, dass eure HQs möglichst eine 6er Versorgung mitnehmen und dann auch so nah wie möglich an der Front stehen. Aber wir haben am Anfang erfahren, HQs sind wahnsinnig verletzlich. Das heißt, ihr müsst einen Mittelweg daraus finden, sie weit vorne mit möglichst maximaler Versorgung zu haben, aber sie auch gleichzeitig beschützen zu können. So, die Faustregel ist somit eigentlich, um möglichst hohe Versorgung zu generieren, bringen die HQs in die Orte rein, dann passt das schon, dann wird das enorm hoch. Gerade auf befreundetem Land, ne, wir haben hier zum Beispiel eine 10, könnten wir das HQ auch ein bisschen vor den Ort schieben, um sozusagen die 10 Versorgung auch möglichst weit draußen zu kriegen, denn 10 ist ja der Maximalwert, den ein HQ ausstoßen kann. Ein bisschen anders sieht das dann in besetzten Gebieten aus. Hier zum Beispiel, Smolensk ist eine Stadt, ein bisschen mehr als eine Ortschaft, und hat in besetztem Zustand einen maximalen Wert von 6, und das reicht ja, um 10 zu haben. Wir sehen hier auch 6 zu 10, das heißt, insbesondere in besetzten Gegenden, Faustregel, bring die HQs in die Orte, dann wird das schon. So, aber gerade so in Gegenden, wo man hier Versorgungsprobleme hat, kann man hier auch nochmal ein bisschen was anderes zeigen. So, der normale Ort, den ihr besetzt, oder die normale kleinere Ortschaft, in Russland wird zum Beispiel nur einen Wert von 5 haben, wo eure HQs dann insgesamt 8 draus machen können. Den ist hier unten und damit arbeitet man halt meistens. So, jetzt ist die Sache, man kann natürlich hier einfacher Kubus, sind wir jetzt ein bisschen durchgegangen. Wir gehen vielleicht mal nach England, um jetzt die nächste Sache anzusprechen, nämlich Doppel-HQs. Man kann im Spiel nämlich auch 2 HQs zusammenschließen für eine noch bessere Versorgung. Schauen uns hier einfach mal die Werte an. Wir haben in Birmingham und Coventry jeweils nur 3. Es ist wahrlich vernichtend schlecht. Aber trotzdem kann unser eines HQ hier 8 austeilen, wodurch unsere ganze Front dann doch noch ganz gut aussieht. Wie funktioniert das Ganze? Also, man braucht einmal 2 HQs, die sich dann quasi gegenseitig versorgen. Wir sehen jetzt erstmal Nummer 1. Der hat eine Versorgung von 3, wie auch Coventry der Ort gibt, sehen wir hier. Und er macht 6 daraus. Jetzt ist er aber angeschlossen an das HQ in Birmingham und weil die eben zusammenarbeiten, kann dieses HQ sozusagen den geboosteten Versorgungswert dieses HQs übernehmen. Das heißt, er hat hier 6 und geht da auf 5 und aus 5 können wir 8 machen. So wird quasi aus sonst nur 2 mal 3 plötzlich 8. Also das als praktisches Beispiel nochmal zur Theorie, wie genau linke ich jetzt HQs miteinander. Generell macht das Spiel das eigentlich automatisch. So die einzige Sache, die da zusteht, ist eigentlich, dass HQ mit dem niedrigeren Befehlshaber wird das mit dem höheren Befehlshaberwert boosten. Wenn ihr auch ein HQ anklickt und seht, dass ein anderes Hauptquartier dann so eine gelbe Umrandung hat, ist das der Hinweis, dies ist ein boostendes Hauptquartier und zwar es boostet dieses hier. Man kann da auch immer nur 2
Hauptquartiere zusammenschließen. Also immer in Zweiergruppen, man kann da nicht Dreier-, Vierer-, Fünfer-Kombination machen. Immer zwei, es müssen sein. Und ja, das zu steuern ist manchmal ein bisschen kompliziert, weil das Spiel, naja, denkt sich da manchmal Sachen. Ich hätte zum Beispiel in dieser Konstellation, auch in diesem Beispiel, dieses Haku aus London in Bristol. Und dann hat er plötzlich angefangen, dass das Haku in Bristol den in Coventry boostet. Dann hatte der in Coventry die 8 Versorgung. Aber man sieht, das ist ein Feld weiter weg von der Front. Und deswegen wurden alle ein bisschen schwächer. Und ich habe noch keine echte Lösung gefunden, außer im Zweifel, wenn das Spiel die merkwürdig linkt, einfach einen Haku halt woanders hinzustellen. Das finde ich gerade noch ein bisschen unschön. Also an sich das Linken funktioniert komplett automatisch und ist auch so diese Sonderfälle eigentlich auch immer ganz gut. Und denkt dran, normalerweise der mit dem niedrigeren Befehlsaberwert muss dann sozusagen nach hinten und der mit dem höheren nach vorne. Ich wechsle mal eben den Spielstand, dann kann man das vielleicht besser zeigen. So, wir stehen tief in Russland. Wir haben hier zwei Orte, die jeweils 5 Versorgung ausgeben und die jetzt quasi 2 Doppel-HQs. Wir sehen hier einmal einen Befehlshaberwert 7 und hier ein 8er. In diesem Ort ist ein 9er sogar und da vorne ist ein 7er. Noch so eine Spezialregel. Schauen wir uns aber erstmal hier an. Der hier macht aus 5 8 und der hier wird von dem versorgt. Also ne, der macht 8, 7, 6, 5, boostet jetzt den hier, der dann wieder aus den 5, 8 macht. Es ist auch so eine Sache bei den Doppel-Akkus, ihr kommt mit denen maximal auf 8 Versorgung. Aber trotzdem, dafür, dass wir hier ein bisschen im Nicht stehen und der nächste Ort weit weg ist, ist es schon sehr mächtig, dass wir 8 haben. Dann der nächste Sonderfall bei den Doppel-Akkus. In diesem Fall nämlich, wir haben das starke HQ hinten vom Befehlshaberwert und das schwächere vorne. Wenn das Spiel halt merkt, oh, der hier kann den nicht boosten, aber der hier könnte den boosten, dann umgeht es auch schon mal die Regel mit dem Befehlshaberwert, weil jetzt sozusagen dieses hier auch wirklich als boostendes HQ markiert ist. Ihr merkt vielleicht schon langsam, dass mit den Doppel-HQs ist ein bisschen kompliziert. Und dann muss ich auch noch eine Sache hinzufügen. In meiner Logik kann das Doppel-HQ nur funktionieren, sozusagen der stößt 8 aus, wenn beim anderen HQ dann wenigstens noch 5 ankommen. Also wir haben hier 8, 7, 6, 5 Versorgung. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass das HQ manchmal noch einen Schritt weiter weg stand, wo von dem hier eigentlich nur noch 4 Versorgung ankommen dürften und der trotzdem noch meinte, er bekommt 5 rein und das HQ wirklich weiter als boostendes HQ genannt wurde. Ich sag mal, Doppel-HQs brauchen eine Weile, bis man das wirklich kapiert hat. Es ist gerade in der Erklärung komplizierter, als es ist. Es ist regeltechnisch manchmal ein bisschen unschön, aber gerade in solchen Situationen, wo man kaum Versorgung hat im Ort, hier die Orte weit weg sind, ist es trotzdem unfassbar praktisch. Probiert das ein bisschen aus, auf Dauer hat man das raus. Was dann bei Doppel-HQs auch noch zu beachten ist, hier mal an dieser schöne an dieser Szene schön zu erkennen. Da ist es dann völlig egal, von welcher Nation das HQ ist. Hauptsache, es ist ein befreundetes HQ. Wir sehen hier, das rumänische HQ boostet das italienische HQ. Und natürlich eigentlich, Rumänien ist eigentlich ein Land hier von Deutschland. Italien ist ein eigenes großes Land, in Regel nach. Aber trotzdem funktioniert das. Das heißt, beim Kommandieren müsst ihr sehr darauf achten, wer hier zu wem gehört. Beim Boosten passt das schon. Kommen wir dann zum nächsten Fall. Also hier sind natürlich alle HQs gerade gesund und so in den meisten Spielständen, weil ich auch eigentlich immer darauf achte, dass die topfit sind, denn ein HQ, das beschädigt wäre, könnte nicht mehr maximale Versorgung austeilen. Nehmen wir zum Beispiel dieses spanische HQ, das hier einen Boost von 10 gibt. Wenn der nur noch auf Stärke 8 ist, könnte er höchstens auf 8 gehen. Wenn der nur noch Stärke 5 ist, könnte er höchstens auf Stärke 5 gehen. Das heißt also, soweit ich die Theorie im Handbuch verstanden habe, im Prinzip das Maximale, was ein HQ als Boost austeilen kann, ist gemeinhin gleich mit seiner Stärke. Außer bei sehr geringen Stärken, da kann unter anderem die Logistik ziehen als Technologie, schauen wir uns gleich an. Aber ansonsten erstmal, um möglichst viel Versorgung auszuteilen, die Faustregel, haltet eure HQs gesund. Da unter anderem auch der Befehlshaberwert, wie wir vorhin
gelernt haben, damit zusammenhängt, ist es wirklich immer ratsam, die HQs so gesund wie möglich zu halten. So, was hat es mit der Logistik auf sich? Wir sehen dort unter anderem, zusätzlich ist Logistik-Ebene gleich Befehlshaber Mindestversorgungsverteilung. Das heißt, wir haben in diesem Fall eine Logistik von 5. Das heißt, unsere HQs werden immer mindestens 5 Versorgung austeilen. Wir haben ja schon vorhin in der Tabelle gesehen, dass ein HQ bei 0 Versorgung dies hat. Also wenn es fernab von jedem Ort ist und irgendwo in der Gegend stehen würde, dann würde aus 0 erstmal 3 machen. Wenn wir jetzt aber Logistik 4 erforscht haben, Stufe 4, dann ist unsere Mindestversorgung auch 4. Das heißt, unser HQ würde dann auch aus 0 4 machen. Ich hätte das mal als ganz praktisches Beispiel, als ich hier im Hochgebirge mit einem HQ war und durchgedeckter Logistik, da hat es dann aus 0 5 gemacht. Das gleiche gilt dann auch bei geschwächten HQs, die eben auch sehr, sehr stark angeschlagen sind, unter 5 gefallen sind. Wenn ihr Logistik hochgetaggt habt, dann habt ihr immer eine gewisse Mindestversorgung, nämlich entsprechend eurer Stufe. Aber das werdet ihr nur merken, wenn ihr Logistik wirklich auf 4 oder 5 gebracht habt, sonst macht das einfach keinen Unterschied. Und es ist auch nur als Faustregel zu sehen. Es gibt, wie bei allen Sachen bei Strategy Command, auch nochmal ein Schwung zusätzlicher Regeln, die ich aber aus Zeitgründen nicht immer alle ausführen möchte. Also kurz gefasst, Logistik bringt ja auch ganz andere praktische Sachen, aber wenn ihr es der Versorgung halber erforschen wollt, dann bringt es euch nur was, wenn ihr das wirklich auf Stufe 4 oder 5 bringt und auch nur, wenn ihr in Gegenden operiert, wo es wirklich keine Versorgung gibt oder wenn eure HQs regelmäßig ziemlich stark angeschlagen sind. Aber aufgrund der weiteren Effekte dieser Technologie, hier zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg kriegt man weitere Befehlshaber. Im Ersten kann man bei der Artillerie mehr Kugeln ansparen. Finde ich, ist Logistik trotzdem eine sehr, sehr gute Technologie, die man auf jeden Fall hochtecken sollte. So, dann noch zwei kleine Nachträge. Man kann ja HQs unter anderem auch bei Landung einsetzen. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht direkt eine Stadt erobert oder so, da ist die Regel hier dann kurz zusammengefasst. Also HQs, nachdem man mit ihnen irgendwo amphibisch angelandet ist, starten mit einer Versorgung von 5 plus dem Level gerade, den man eben in amphibischer Kriegsführung Technologie hat. Und dann verlieren sie jede Runde 2 Versorgung, bis sie womöglich irgendwann auf das Niveau kommen, falls ihr Logistik erforscht habt, falls ihr bis dahin einen Ort habt, erobert habt, der Versorgung bringt, wie auch immer. Das als erster kleiner Nachtrag. Und der zweite Nachtrag betrifft HQs und Flugzeuge. Ihr habt euch vielleicht schon mal gewundert, warum ein Flugzeug hier so eine rote Markierung drumherum hat. Wir schauen mal auf die Versorgung, die ist 7 auf diesem Feld dank dem HQ-Boost, aber hier ist so eine rote 5. Das heißt nämlich einfach kurz gefasst, Flugzeuge können Versorgung von HQ-Boni nur bekommen, wenn sie auch von einem HQ unterstellt sind. Wir sehen hier jetzt gerade, er hat 5, die kommen aus diesem Ort, 7, 6, 5, aber das Feld verspricht uns natürlich eigentlich 7. Wenn wir diese Einheit jetzt nun mal unterstellen, ist auch dieser rote Kringel weg. Er hat immer noch eine Versorgung von 5, aber jetzt ab nächster Runde würde er die Versorgung von 7 haben. Gut, noch drastischer ist das hier vorne, der hat nur eine Versorgung von 1, könnte aber, wenn er unterstellt wäre, auch die volle Versorgung von 5 erhalten. Also kurz gefasst, wenn ihr dieses Signal um eure Flugzeuge habt, heißt das, die sind nicht kommandiert und damit höchstwahrscheinlich sehr, sehr schlecht versorgt. Und wenn ihr sie einsetzen wollt, bringt nach Möglichkeit ein HQ in die Nähe und unterstellt diese Flieger dann. So, und ein kleines Schlusswort noch mit ein paar Faustregeln. Also, das mit HQs und Versorgung ist schon ein bisschen komplizierter im Klang, ich weiß. Aber auf Dauer, man gewöhnt sich daran. Generell haltet das HQ erstmal in den Orten. Dann klappt das schon auf Dauer mit der Versorgung. Haben eure Orte Versorgung von mehr als 6, hier zum Beispiel 7, dann stellt eure HQs ruhig auch ein Ticken vor die Orte, aber ihr müsst halt immer mitzählen. Im Endeffekt müssen bei eurem HQ
eine Versorgung von 6 ankommt, dann macht er 10 raus. Das ist der größte Boost, den ihr kriegen wollt. Und diesen Boost wollt ihr dann ja im Zweifel auch nicht in diesem Ort haben. Wenn wir von hier 10 austeilen, kommen da 8 an, sondern näher dran. Wenn wir von diesem Feld hier 10 austeilen, dann kommen hier vorne schon 9 an. Das heißt, haltet die HQs in den Orten, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, so eine 10er-Versorgung weiter nach vorne zu bringen, dann ist es immer eine Abwägungsgeschichte. Wie nah darf ich das HQ an die Front stellen, dass er maximale Versorgung austeilt, ohne dass ihm irgendwas passiert. Und auch die Sache mit Doppel-HQs klang jetzt ein bisschen kompliziert. Ich habe auch ein, zwei kleinere Regeln noch ausgelassen. Da gewöhnt man sich einfach dran. Auf Zeit sieht man einfach, wo dann wer wen boosten kann. Und das Spiel macht schon ganz automatisch ganz häufig Doppel-HQs. Also wenn ihr immer so ein HQ im Ort habt und eins ein bisschen weiter vorgeschoben und ihr die Regeln grob im Hinterkopf habt, dann wird das auf Dauer alles schon klappen. Na gut, ich hoffe, das war dann trotz ein bisschen Komplexheit alles halbwegs verständlich. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne was in die Kommentare oder Vorschläge, Anregungen für weitere Kommentare und für weitere Tutorials meine ich. Aber wenn ihr Vorschläge für weitere Kommentare von anderen Leuten habt, schreibt es auch gerne. Ja, und dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tutorial. Bis dann.